Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Für die aufmerksamen Leute unter euch, die ja vor allem die letzten paar Folgen alle gesehen haben, die werden merken, meine Stimme klingt gerade ein wenig besser. Das liegt daran, dass meine Freundin ihr Mikrofon hier bei mir gelassen hat. Und dann dachte ich natürlich, dann nutze ich die ganze Stunde und nehme auch gleich mal eine Runde auf. Ja, meine Freundin, die jetzt auch bei uns mal auf dem Channel ist. Seit einiger Zeit, ich denke, sie hat mittlerweile auch schon so das ein oder andere Video abgeloadet. Ja, sie hat leider schon eher ein Mikrofon als ich. Ja, was das denn über meine Person noch sagt. Naja, auf jeden Fall. Letzte Folge haben wir das Chaoswesen Azelith gekillt und ich möchte mich hier, ich sag gerade, nicht noch so großartig weiter aufhalten, deshalb bewege ich mich jetzt oder teleportiere ich mich jetzt einmal zum Feuerbannschrein. Der Bosskampf war ja, ich würde es mal sagen, gewöhnungsbedürftig. Er hat so seine Schwächen, ne? So ein paar Macken. Boah, Alter, 11.000 Bewertung. Das wollte ich nicht, ich wollte Nachricht durchlesen. Pass auf, vielleicht. Oh, weißt du echt? 11.000 Bewertung. Das ist krass. Der Homo, der pennt wieder. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile Izalith Seed umgebracht. Das heißt, uns fehlt jetzt eigentlich nur noch Gwyn und Nito. Da wir erst gegen Gwyn kämpfen können, sobald wir Nito besiegt haben, ist Nito unser nächstes Ziel. Und da merke ich gerade, ich gehe behinderten Weg. Ich kann mich auch einfach da weiter irgendwo rein teleportieren. Muss ich natürlich noch erstmal schauen, welches nochmal das Richtige war. Boah. Anolando. Kammer der Prinzessin, der Abgrund. Der Abgrund ist, nee, das ist da, wo wir gegen die vier Könige gekämpft haben. Tochter des Chaos ist bei der Schwester von Quelaag. Steindrache ist mit dem von, ist mit diesem riesigen Drachen. Die Tiefen. Das. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das war das. Schauen wir mal. Ah, hier ist es das. Das ist sind. Achso, das ist hier die Kanalisation. Nee, das auch falsch. Ah, Gemeinde der Untoten. Gemalte Welt von Achiamis, das Archiv des Herzogs, Kristall. Boah, sag mir nicht, ich muss noch mal ganz durch die Katakomben durch. Oh, nee. Doch. Oder? Doch, ich mein schon. Ich überleg grad. Das war ja. Nee, das war. Das war die Neulondo-Ruine mit dem Drachen. Die Wetter, das war der Abgrund. Ja, doch. Wir müssen scheinbar nochmal neu durch die ganzen Katakomben durch. Hey, das ist ja dann Spaß. Uhu. Wo müssen dann nirgends so ein Läufer, zu dem wir uns hin teleportierten könnten? Ah, wundert mich irgendwie. Ah ja, den Zestus wollte ich ja noch aufbessern, aber das kommt später erst. Die Waffe ist eigentlich auch ganz cool, wenn die aufbessert. Es geht jetzt später, glaube ich, sogar mit einem S und Stärke. Und ich möchte jetzt also hier so ein bisschen das Drachengroßschwert benutzen. Ja, hier sind ja diese dämlichen Skelette, aber naja, mit denen können wir wirklich, mit denen haben wir wirklich ein leichtes Spiel. Ja, geh mir nicht auf den Sack hier. Bam.
So, wir mal nach unten. Hier sind ja gleich. Ja, jetzt kommen hier. Aber wir haben ja die ganzen Dingsen, das alles schon umgebracht. Die Nekromanten, das heißt, jetzt sollten wir hier erstmal keine Probleme mehr haben. Die Spastis respawnen also nicht. Oh, die dämlichen explodierenden Köpfe sind hier trotzdem noch. Ich weiß auch, dass der Weg, glaube ich, gleich mal so lang war. Bis zu der Stelle. Wir haben ja hier, wir waren hier unten ja schon mal und haben hier, gegen, weiß nicht, gar nicht mehr, wie der hieß. Das war auf jeden Fall dieser Typ von die Villa, der da mit den drei Masken. Und das Ding, ich habe wahrscheinlich keine Felder dafür, ne? So, ja. Ich glaube, der Weg war gar nicht mal so lang, wenn ich mich jetzt nicht so drüber nachdenke. Ich bin jetzt auch nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. So, weg mit dem. Und prüfen wir uns jetzt hier erstmal durch die ganzen Skelette durch. Sie sind ja jetzt nun wirklich kein Problem. Wieder die Großaxt ist immer meine stärkste Waffe, die ich habe. So vom Sch generell meine stärkste Waffe, die ich habe. So, oh, ich hoffe mal, der Weg ist jetzt nicht zu weit. Oh man, Alter. Ich bin jetzt mir auch nicht sicher über irgendeinen Shortcut, den es hier vielleicht gibt oder so ein Shit. Ich hoffe, ich kriege den Weg überhaupt noch auf Reihe. Was sind wir denn jetzt hier? Da hinten, da, hier muss ich lang. Ja, die machen halt echt keinen Schaden, nur, ne? So, und dann hier lang. Das hier? Ne. Hier war das, glaube ich. Ne, das ist diese Stelle, wo man rüber jumpen kann, muss, wie auch immer. Ich glaube, ich kann hier unten weiter. Ist hier was? Ne. Hier unten kann ich aber weiter. Und wenn ich hier einfach so normal hier so runterlaufe, muss einmal lebe ich das hier auch eigentlich alles hier und oh, hier ist auch schon runtergefallen. So, weg mit dem. Hier unten war der Schmied, der die Feuerwaffen gemacht hat. Genau. Ich glaube ja, wir sind sogar schon fast da. Hier unten sind die diese komischen Knochenradtypen. Aber die sind ja mittlerweile recht schwach. Vergleichsweise. Oder verglichen. Hier lang? Ich glaube schon. Ja, okay, auch gut, dann läuft halt einfach an mir vorbei.
Ja, die gehen auch recht viele Seelen so. Ich bedenke, dass die anderen Skelette da nur 200 gegeben haben. Aber vor allem, wenn man bedenkt, dass die dämlichen Schmetterlinge da, dieser Kristallhülle, immer nur jeweils 400 gegeben haben. Eigentlich echt eine Frechheit so. So, Ziel war ja der Bosskampf, der ja recht einfach war, würde ich mal behaupten. Wir hatten ja wirklich so 0,0 Probleme mit dem. Jetzt, ich glaube, das ist nämlich ganz zu dem Ding, können wir hier am besten nämlich einmal die Schädellaterne auswählen. Um ein bisschen Licht zu machen. Dass wir überhaupt sehen, wo wir hin müssen. Ein Kumpel von mir, der sagt auch schon, der hat das Ganze hier ohne dieses Ding gemacht. Und das war einfach nur Krebs. Grabmal der Riesen. Ah ja, ich habe ja kein Schild mehr. Also, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich hoffe nur, dass der Kampf gegen Lito nicht. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Ach, schade, ich wollte den nicht ganz. Was haben wir hier? Eine Seele. Entwertet werden können wir hier nicht. Ich habe ja. Hey, ich wollte doch mein Schild ausrüsten. Na, oh, leck mich. Ich habe nach links gedrückt. Jetzt kann ich wieder ganz durchlaufen. Oh nö, jetzt fange ich. Starte ich ja hier. Wenn ich hier nicht gerastet bin. Oh, gibt's da nicht vielleicht irgendwie einen kürzeren Weg da unten hin, Mann? Ich will nicht mal durchlaufen. Irgendwas? Das macht alles keinen Sinn. Nee, da ist nichts von, Mann. Jetzt muss ich da wieder durchlaufen, ey. Weißt du was, ich nehme jetzt hier mal. Das heißt doch so. Jetzt verprügel ich die Leute da alle. Jetzt klappe ich die alle, die daher kamen. Ich glaube, ich nehme auch mal hier ein anderes Schild, mal wieder so ein Silberritter-Schild, und dann kann ich auch parieren und dann mal den Finisher von so einer Faust davon sehen. Weiß nicht, kann ich da wohl so einfach durchlaufen? Ich kann, glaube ich, sowieso gleich. Da ist ja ein Bonfire. Ich glaube, da sollte ich vielleicht einmal rasten. Damit ich hier nicht ganz den Weg laufen muss. Das ist nicht komplett. Ich glaube, hier gibt es auch nur einen Bonfire, wenn ich mich recht erinnere. Also, war ich bisher, ne, bei einem Bonfire. Aua. Fixer. So, dann ja hier lang und dann hier oben lang und ich glaube, ich rüste jetzt einmal. Silberritter Sachen aus. Ich darf ich ja noch mal haben. Das sind 25 sind wir bei 100, 25 durch 4 sind 20 durch 4 sind 5, sind 30, sind circa 32 darf ich haben. Nehmen wir das Wappenschild.
Mal Lightroll kann ich trotzdem nicht. Kann ich irgendwie leichtere Rüstung nehmen? Will ich die hier nehmen? Der hat ja auch genauso gut Defense. Ist ja generell besser. Ist die auch so besser? Die hier ist auch besser, auch leichter. Ja, so kann die Light rollen. Nice. Kann ich hier einmal durchlaufen. Jetzt so fürs Erste. Feuerpeitsche! Bank, tot. So, tschüss, tschüss. Weiß ich halt leider noch nicht mehr, wo ich lang muss. Ansonsten ist das alles kein Ding. Ich wüsste, wo ich lang müsste. Und bam, voll in die Eier. Wenn ich hier lang war. Das ist ja auch noch einer. Ich wollte mir dieses diese Drachenforster machen von der Eisen Golem Seele. Deshalb habe ich mir so ein Zestus mal gemacht. Mal gucken, ob wie gut das Ding ist. Ich glaube ehrlich gesagt, das wird sogar von selbst vom Zestus geoutdamaged. Wenn man das Ding hier wo voll upgradet, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher und ich finde das andere Ding halt irgendwie cooler. Das Drachenfaustteil, das hat eigentlich einen recht coolen Special Attack. Also starken Angriff meine ich. Ui, das war ganz schön close. So, jetzt sind wir hier. Das sind gleich die ganzen Bone Wheel Skeletons. An dem werde ich auch einfach hier vorbeilaufen. Hä? Hey, Hurensonne. Sagt euch, laufen wir hier an euch vorbei. Und rein hier. So. Alles nice. So komm ich. Das sollte ich mir merken, dass ich so auf eine Light Roll komme. Kann ich auch Finsthand nehmen. Anstatt Zestus macht er noch mehr Schaden. So, dann hat das Ding. Zahles Großschild. Ich kann eigentlich am besten die ganze Zeit hier mit der Laterne rumlaufen, bis ich irgendwie einen Gegner sehe und dann muss ich Schild nehmen. Ich glaube, so kann ich das wirklich am besten machen. So, dann wollen wir mal schauen. Da lang, hier lang, dann hier rüber laufen. Da ist ein Gegner. So, weg mit dem. Dann hier einmal runter sliden. Und hier runter sliden. Nein, 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 so hier aber nicht. Ist. Na, den nehme ich einen Bogenschützen, den sehe ich leider noch nicht. Wo ich auch gerade gar keinen Platz habe für den Bogen. Ich muss da lang, oder? Mal gucken, was geht denn hier noch? Ich kann nur da lang. Na gut, dann wollen wir da mal runterrutschen.
Okay, wie auch immer ich da oben beikomme. Hier, würde ich sagen, oder? Wollen wir hier einfach mal langlaufen? Mal schauen, wo uns unsere Reise hinführt. Aua. Haben die hier eigentlich diese Riesenbögen oder so? Die Pfeile so riesig sind, aber... Ich wüsste ja ganz... Oh, aua! Und sonst... Voll ins Bein geschossen. Da kann ich gleich runterfallen. Jetzt ist mir hier wieder so einen schönen Schluck nehmen. Ach toll, wenn ich die Laterne so raus hätte, kann ich nichts machen. Sagen wir mal gucken, was ist denn hier noch so. Da ist eine Leiter, die habe ich gerade gesehen. Hier ist wieder eine. Ich da wohl nur der Auge des Todes. Okay, das ist nice, keine. Aber hab mich da wohl nur der Tod erwartet? Ne, warte, ich wollte hier runterfallen, ne? Genau, so, Seele, nice. Okay, jetzt sind wir wieder hier, erstmal die Estus-Flask. Nicht, dass ich hier wieder am Ende so gegangrappt werde von so ein paar von solchen Spastis. So, jetzt war hier weiter nix. Wenn ich hier rumlaufe, auch nicht. Da oben drauf steht so ein Trottel. Das sieht mir irgendwie so ein bisschen so aus, als müsste ich hier weiter. Aua. Voll in den Arsch rein, Mann. Der hat ein zweites Arschloch geschossen. Hier war erstmal ein NPC. Ich sag mal nein. Kann ich dem Bastard trauen oder nicht? Wenn ich da runterfallen meinte. Ich hab ehrlich gesagt, oh lol, nur semi-Lust, die ganze Grütze hier nochmal zu laufen. Bisschen fuck it. Ah, da wird wohl kein Bossgegner dahinter sein. Weiß nicht, aber wenn da irgendwas Schlimmes sein sollte, würde da ja wohl irgendwie eine Nachricht oder so stehen, ne?
Tatsächlich Items. Wichser! Das ist doch ein Bastard. Was ein Bastard, Mann. Oh, nice. Jetzt haben wir die schon, ne? Trotzdem. Ach, guck mal an, wer die sind. Das sind hier die beiden Bros von dem Kleriker, den wir bei uns da Feuerbandschrein hatten. Dann war das wahrscheinlich mal Lady. Ja, komm hier. Schwarz oder Großachs regelt einfach. Denn wurde eh schon verrückt von den beiden Guys. Ja, die Großachs, die regelt. Ich kann da so viel. Oh ne, da ist ein Item. Nein. Oh, lol. Fall ich einfach runter hier. So, jetzt aber. Weißer Brocken. Lol, was ist das denn? What the fuck, man? The Damage. Kann ich Jump Attack machen? Kann ich. Nice. The fuck? So, hier war irgendwo die Bitch, ne? Hier. Wunderauffrischung. Was? Ich habe ein Wunder gekriegt, was immer das macht. Nein, 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 nein. Nicht wieder auf Fresse geben. Auch nicht. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl, wenn ich hier nur mit einem, wenn ich ohne Schild rumlaufe, ehrlich gesagt. Na, da steht schon wieder so ein dummer Skelettum. Doch, die bewegen sich doch. Wenn man den da sieht. Also so mit Jump Attack kann man die echt gut umbringen an sich. Das freut mich. Ich dachte schon, ey. Die Gegner sind ganz schön scheiße. Die haben echt viel Schaden gemacht, also obwohl ich Havels Rüstung trage. Das zeigt schon was, Mann. Ja, aber sagen, das hier ist bestimmt eine Fake-Wand. Jetzt bin ich hier. Da ist ein Bonfire. Ja, Bonfire. God bless Bonfire. Muss ich nicht mehr durch die ganze Grütze hier durch, so. Ist der andere Typ da noch? Den werde ich jetzt auf jeden Fall noch rumbringen. Ja, Rache muss sein. Sag mal ja.
was man. Was sagt er denn noch? Okay, weißt du was, Bro? Freunde? Fick dich, Mann. Okay, GG. Freunde, kannst du knicken. Ja, ist es. That's how I roll, mein Nigga. Menschlichkeit 4 Stück und eine Rundaxt. Ist gut. Rundaxt, wo haben wir die denn? Oh, ey, mach mal Magieschaden. Das ist ganz cool. So für die Kleriker-Boys unter euch. Hat ja, macht ja Heiligenschaden oder so ein Shit. Ich hätte gesagt, boah, 23.000 Seelen, Alter, ich mach Level up. Ja, am Arsch. Ich bei weitem nicht. Aber diese Folge ist hier dann. Ups, habe ich voll gegen das Mikrofon gehauen. Tut mir leid, dass ich das gerade ein bisschen komisch angehört hat. Dann, ey, warum kann ich das dann aufrüsten hier? Kleine Scherben, oh nice. Ich glaube, die würde ich auch nochmal aufrüsten. Aber das werde ich nochmal schauen. Da wo ich große Scherben fühle, dafür muss ich ja noch zu einem anderen Schmied und werde ich aber auf jeden Fall auch noch aufbessern auf plus 10. Vielleicht bis zur nächsten Folge. Aber ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Dann schaltet auch zur nächsten Folge von der zweiten Axis wieder ein. Bis dann, Leute. Haut rein.